Da sind noch mehr Riesenratten. Die ganze Zeit ausweichen. Aber ich hatte erstmal wirklich eine Ratte nach dem anderen gekillt. Nichts rum. Nicht mal irgendeine Pflanze. Okay, da ist jemand am Beten. Das war nicht der Kloster. Iskarot. Hey, du. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Mich heilen. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Da du dich bereits einer anderen Gruppe angeschlossen hast, wird dir der Zugang verwehrt bleiben. Außer ich bin Paladin. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut, du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Zwei Tränke erhalten. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Bin ich jetzt geheilt? Zeig mir deine Ware. Glitzerquarz. Mana-Bonus, Lebensenergie-Bonus. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber Ringe kann ich halt nicht mehr anlegen. Den von dem Wassermagier brauche ich halt die ganze Zeit. Was kostet denn der überhaupt? Boah, 1000 Euro. Nee. Möge Innos allzeit über dich wachen. Okay, gleichfalls. Und danke. Soll das Innos eigentlich... Ach, der ist doch eine alte Steintafel. Soll das eigentlich Innos sein? Weil der da vor dem sieht eigentlich aus wie ein Paladin einfach nur. Da räumen wir hier noch ein bisschen auf. Das ist ja mein Ziel jetzt hier gerade. 200 Erfahrungspunkte haben wir für die Quest bekommen, ne? Der hat mich nicht geil. Du siehst gerade mein Leben, so viel hat er hier nicht weggenommen. Also nochmal 5 Scavenger mindestens. Genau so will ich das. Ein Schlag, ein Toter. Komm, put. Ach, halbes Leben habe ich noch. Und einer ist noch über. Vorerst einer. Also eine Steintafel.
Was können wir denn da Schönes lernen? Magie 2. Bogenschieße 1. Ja, kann ich ja nicht direkt machen, weil wenn, dann gehe ich auf Armbrust. Akantar. Abgesehen davon, jetzt ja eh nur bis 100%. Vielleicht noch irgendwas hier auch rumfliegen. Scheinbar nicht. Hätte sich aber angeboten, hier was zu verstecken. Komische Geräusche, das ist nicht so ein Plätscher, so irgendwie noch dabei. Vielleicht gibt es ja auch 50 Erfahrungspunkte dafür, dass wir dann erfahren, dass wir nicht reingelassen werden. Pedro. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Die Aufnahme ins Kloster bleibt dir verwehrt. Du hast dich bereits für einen Weg entschieden. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Ich möchte Novize werden. Du hast dich bereits für deinen Weg entschieden. Ach Mann. Der Weg der Magie bleibt dir verschlossen. Ich mag Magie hier bei Gothic sowieso nicht. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Würde ich gerade, wenn ich eigentlich mit so einer Schriftrolle Feuerregen einfach durchlaufen würde. So. Der braucht 5 Mana. Ob das nicht schwere Wundenheilung? Heilkraft 800. Ich glaube 400 Heilkraft. Ob wir da nicht die Orks einfach auch platt machen können. Mit so einem Haufen Feuerregen, die überborgt sind. Verdammt. Wenn wir erstmal mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und wir hätten den Weg frei. In die Burg. Hey! Was hat er denn hier? Licht, Feuerpfeil, Eispfeil, Heilung. Goblin-Skelett, das wird uns nicht so viel bringen. Blitz. Windfaust. Schaden Minimum 50, Schaden maximal 200.
Mann. Feuerball. Magieschaden 75. Schon nicht schlecht. Und Wolf herbeirufen, der uns auch ein bisschen helfen kann. Kann ich auch mit so ein paar Feuerpfeilen da durchgehen. Habe ich nur, ob die das Schwert hier soll ja 60 Schaden machen. Das scheint es ja nicht immer zu machen. Oder macht es immer 60 Schaden und die haben so viele Lebenspunkte. Weil die Frage ist halt, ob Magie dann auch immer 75 Schaden macht. Dass er zuverlässig da einfach schnell jemand mit ausknocken kannst. So, ob die schon ihren. Er hat ja irgendwas von 2 Tagen gesagt, aber vielleicht sind die ja schon fertig. War doch seine Entscheidung. Man weiß gar nicht mehr, wen. Da hast du mir was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ich hätte das anders gemacht. Das hätte er auch selbst wissen können. Das ist doch lange bekannt. Und wie läuft's? Das habe ich früher auch immer gesagt. Okay, die laufen jetzt um die Wette. Obwohl, ich kann schlafen. Hätte er was von 2 Tagen gesagt. Da kannst du eh nichts dran. Einfach 2 Mal bis morgens schlafen. Sehr fertig sein. Er musste es ja besser. Mal gucken. Ich erzähl dir doch. Die sind noch zu Gange. Oder schon mal speichern. Ah, jetzt bin ich eigentlich. Hätte ich nicht speichern dürfen die ganze Zeit, weil ich ja, weil das jetzt schief gelaufen ist. Aber was soll ich sonst anders machen, als mit dem Wacholder ihn zu klauen? Damit die Taschendiebstahl bei ihm machen müssen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Die war auch zugange. Ich könnte dir Sachen erzählen. Aber jetzt gehe ich nochmal ins Bett. Müssen ja vorbei sein. Wollen wir veräppeln? Das war doch schon vorher klar. Von mal reden, vielleicht machen die einfach aus Gewohnheit jetzt weiter. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey, du! Kann er wissen. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ist doch wahr. Das wundert mich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Wieso habe ich denn keine Dietriche mehr? Kann doch gar nicht sein. Er musste es ja besser wissen. Das sind doch Dietriche. Das kann nicht wahr sein. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Boah. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Das ist wirklich nicht. Da haben wir irgendwas Schönes drin. Eintopf. Gold. Wurst. Ich erzähl dir doch. Dunkles Paladiner. Ist doch wahr. Okay, schade. Ich hätte irgendwie gehofft, eine coole Schlüssel oder so hier zu bekommen. Irgendwann muss. Dass man sonst nicht an der Rand kommt. Das habe ich früher auch immer gesagt. Aber. Da bist du noch mal zu. Ich weiß, das ist halt die Gelegenheit, ne? Da steht jetzt nicht mehr vor seiner Truhe. Kannst du jetzt leer räumen? Gehst dann irgendwie so einen Schlüssel. Keine Ahnung, sag du es mir. Für so ein. Hierfür, da die Tür da. Das ja gut sein können. Aber meine, du gehst ja eh nur nach draußen, ne? Hey! Das will doch keiner mehr hören. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, das ist ja kein. Kein Raum mehr.
zum Großbauern. Da wollte ich jetzt auch hin. Erfahrungspunkte mäßig, ja, 2500 grob, also ein bisschen weniger. Das mit den Lurkern halt, also die Sache da packe ich halt noch nicht. Vielleicht aber ist den Söldner da unten. Also sollte ich erstmal, bevor ich die Keiler versuche, in den Söldner begeben. Hey, lass das meine Goblin. Ein Mist viel weniger. Habe ich jetzt keinen Erfahrungspunkt bekommen, ne? Dann haben wir alle weggenommen. Mistkerle. Was da war das, ne? Warte mal. Nein, nicht du. Warte mal. Was willst du, du Weichei? Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Aber was erzähle ich dir das, du Waschlappen? Warte mal. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na gut, ich werde dir beibringen, was ich weiß. Dann hast du vielleicht sogar eine faire Chance gegen mich. Okay, Waffen. Weil das ist dann auch schon... Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Du bist ja... 5 Lernpunkte. Für 5 Waffen besser. Ich fort... Aha, du willst es... Also, theoretisch, wenn ich auch mal kriegen würde. Okay, hab's so geschafft. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Kann ich ihn besiegen. Das ist ja schon mal was. Nein, es schmiert mir das hier ab, ey. Ich glaube es nicht. Beim Speichern schmiert mir der Mist auch noch ab. Jetzt habe ich den gerade so schön besiegt. Aber der Ton ist noch da, komischerweise. Von den Vögeln. Aber hier ist sonst nichts mehr. Wie ich es hasse.